Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr vielleicht im Hintergrund hier schon sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, weil wir haben Nadelwald. Und genau, ich bin nämlich zu Besuch bei meiner Oma und meinem Opa, die wohnen im Schwarzwald. Und bei der Gelegenheit habe ich gedacht, ich komme mal hierher. Und zwar, wie ihr im Hintergrund vielleicht sehen könnt, ist hier eine Strecke, eine Mountainbike-Strecke. Und zwar hat die der Radefährt-Rad angelegt, zusammen, ich glaube, mit dem Two-Cycle-Shop. Und wir sind beim Drop in Königsfeld und ich check mal die Strecke aus, hab mich gerade ein bisschen eingefahren. Aber das ist alles ein bisschen raffiniert gebaut, das muss man kennen, damit man hier richtig flowig durchkommt. Aber da macht es richtig Spaß und unten sind richtig große Kurven, die habe ich schon gesehen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die erste Abfahrt und gucken mal, was hier abgeht. Und euch nehme ich natürlich mit. Wünsche euch viel Spaß. Let's go. Ja, also ich stehe hier oben auf dem Startturm. Fahrrad ready. Dämpfer offen. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit auf die nächste Runde. Übrigens, mir ist ja in Werfelden mein Sattel kaputt gegangen, das habt ihr ja gesehen. Und ich habe einen neuen von Escolar bekommen, und zwar ist es die Yellow Edition und jetzt der glatte. Also nicht mehr mit dem Alcantara-Bezug, sondern in glatt. Probiere ich mal aus und passend dazu natürlich auch die Griffe in Neongelb. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Ich habe übrigens auch jetzt ein Topcap mit dem geilen orangenen Ring da und Spacer von Escolab. Und genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Und ich würde sagen, let's go, wir machen eine Abfahrt. Viel Spaß. So, hier geht's rein vom Startdrop, dann kommen so ein paar Pumps. Die kann man überrollen. Dann geht's los, kommt die ersten Sprünge. Bin ich überall noch ein Ticken zu langsam und traue mich noch nicht richtig abzuziehen. Dann nehmen wir mal noch den kleinen. So, den Teil bin ich noch nicht gefahren. Wow, krass. Shit. Alles klar. Was ein geiler Track. So, also ich probiere nochmal den großen Table unten zu springen. Okay, da habe ich mich jetzt noch ein bisschen angekackt, aber der geht schon fast ganz. Also Step Down und dann der große Table. Da habe ich noch ein bisschen Schiss gehabt gerade, weil oft ist bei so Kickern so, dass sie aufs Hinterrad kicken. Da muss man ein bisschen aufpassen am Anfang. Und ja. Wow, shit! Oh, das ist krass! Scheiße! Oh, ich hab Schiss vor der Scheiße! Nachdem ich da über Felden jetzt so beknackt geflogen bin, ist gerade irgendwie saumäßig eine Überwindung, da drüber zu ziehen. Alles klar, dann viel Spaß. Tja. Wie heißt denn du? Frank. Ich bin der Jonas. Servus. Also, viel Spaß. Ich mach den großen heute nicht. Kein Bock. Boah.
Boah. Ja, der Frank ist hier jetzt mal vorgefahren, ist ein Local von hier. Der kennt die Strecke natürlich viel besser als ich. Den finde ich ein bisschen komisch, den Kicker da. Ja Leute, also das war's jetzt hier von dem kurzen Video auf der Strecke hier in Königsfeld auf dem Drop, wie sie heißt. Ich habe ein paar Abfahrten gemacht, hat mega Spaß gemacht, richtig geile Strecke, richtig geil gebaut. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal herkommen, wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist. Und soll es jetzt erstmal gewesen sein, hier von dem Video, habe gerade den Frank getroffen, das ist ein Local von hier an der Strecke. Und der hat mir jetzt noch ein bisschen was gezeigt und erklärt und so. Es war ganz cool. Und für uns geht es jetzt weiter. Ich fahre wieder Richtung Heimat. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.